Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Real Madrid, Leute. Wir sind momentan immer noch auf Platz 1. Eibar ist einfach Zweiter, Leute. 5 Punkte hinter uns. Barca ist 9 Punkte hinter uns. Und die Wintertransferphase steht jetzt an und ich glaube, wir haben kein Spiel mehr. Ne, es ist kein Spiel mehr. Hier geht es direkt gegen Barcelona im Pokal. Wird nicht leicht. Halbfinale direkt, Leute, vom Supercopa. Wir gegen Barca, Valencia gegen Atletico. Könnte also dann das Derby werden im Finale Real gegen Atletico. Wer weiß, Leute. Lasst gerne Like da, lasst gerne Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht die 2 Milliarden Likes, wie immer voll. Ihr wisst es ja mindestens. Und Shoppen auschecken. Links oben in der Beschreibung. Nice Designs gibt es in Schwarz und Weiß. Als T-Shirts, Pullover gibt es in Orange, Blau, Rot und Grün in den 4 Camouflage-Farben hier in diesem Design. Und das neue Design gibt es auch in diesen 4 Farben. Viele weitere Designs auch in diesen 4 Farben und so weiter und so fort. Checkt mal aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. LED-Lampe gibt es auch, Leute. Handyhüllen in Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte. Wie immer zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken, wenn ihr Lust habt. Christophe Gauthier will seinen Vertrag auflösen. Spieler ist auskuriert. Casemiro ist wieder fit. Nice. Da müsst ihr jetzt mal nachschauen. Christophe Gauthier. Lohnt sich das, den zu verpflichten? Ich weiß gar nicht, welcher das ist momentan, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Wenn das der ist, an den ich gerade denke, der hier, dann... Der ist jetzt wieder hoch. Ist der wieder hochgegangen, Digga? Ich meine, der hat eine 61, 89er Potenzial, Leute. Könnte man vielleicht sogar überlegen, ne? Was ist ja eigentlich bitter, den jetzt abzugeben, Leute. Weil er echt nicht schlecht ist vom Ding her. Aber der hat halt nur sozusagen 89er Potenzial. Ist jetzt nicht schlecht, aber naja, der hier sieht dann natürlich schon von den Werten ein bisschen fresher aus. Aber ich glaube, wir probieren es einfach mal, Leute. Wir geben ihm mal die Chance. Versuchen wir mal direkt vielleicht in der Winterpause auszuleihen, ins Profiteam übernehmen. Weil wäre unnötig, Mann, wenn er jetzt den Vertrag auflöst. Das wäre halt wirklich unnötig. Ich meine, die Jugendspieler, kann man den überhaupt? Ich glaube aber schon. Ich glaube, den können wir direkt ausleihen. So, wo ist er denn? Hier, Gauthier. Ja, können wir direkt ausleihen. Das ist nice. Das heißt, wir werden immer direkt... Der ist 16, Alter. WTF. Ist einfach 16. Den werden wir mal ausleihen, Leute. Linkes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld kann er spielen. Ich hoffe, dass dafür ein Leihangebot reinkommt. Aber für die eigenen Jugendspieler... Für die eigenen Jugendspieler kommen eigentlich oftmals Leihangebote rein. Deswegen. Aber ja, wir werden es sehen. So. 2-3 Tage noch, dann fängt die, oder auch 4 Tage noch, dann fängt die Transferphase an. Jugendspieler will weg, Felipe Silveira, jetzt wollen die alle ihren Vertrag auflösen, oder was? Und Gauthier, danke Boss, ich glaube, eine Laie wird mir und meinem Spiel gut tun. Super, sind wir uns einig, meldet sich direkt bei uns. Wie hieß der Kollege jetzt, der seinen Vertrag auflösen wollte? Felipe Oliveira oder irgendwie sowas? Ich glaube, den können wir, glaube ich, hier... Ah ne, der war das, Felipe Silveira. Ja... Spieler freigeben, können wir gehen lassen. Ich sag mal so, jeder, der jetzt seinen Vertrag auflösen will, ist eigentlich egal. Es sei denn, es handelt sich hier um Castell. Dann müssen wir schauen, Digga. Castell sollten wir dann auch verpflichten, aber wenn sich Castell nicht meldet, dann warten wir natürlich erstmal noch. So, nächste Trainingseinheit steht an, Leute. Wir schauen mal, in der Winterpause... Boah, Digga, was ist denn da los, Alter? Kubo, Vinicius, Mancini und Lunin hochgegangen, Alter. 4 Spieler. Boah, kann man machen, Digga. Kann man machen. Läuft, Alter. Das habe ich noch nie erlebt, Alter. 4, glaube ich, oder? Ja, 4 ist schon heftig. Wir wollen ja jetzt in der Winterpause Lionel Messi verpflichten, Leute. Dafür müssen jetzt gleich natürlich erstmal die Transfers durchgehen. Vasquez muss weg, Kroos muss weg, aber die haben wir ja schon verkauft. Von daher müssen wir jetzt nur darauf warten. Franco Gomez will seinen Vertrag auch auflösen. Kann er von mir aus machen. Wie gesagt, alle können ihren Vertrag auflösen, außer Castell. Castell will ich ungern abgeben. So, das heißt, jetzt am 1. müsste eigentlich dann die Nachricht kommen, dass Kroos weg ist, dass Vasquez weg ist und... Nein, was ist denn das jetzt? Stillstand bei den Verhandlungen. Ey, jetzt sagt nicht hier irgendwie... Ah, das kann nicht sein, wir haben uns ja mit Kroos und so geeinigt. Hä? Stillstand bei den Verhandlungen? Mit wem haben wir verhandelt? Ah, Fidalgo, Gott sei Dank, nur Alltag. Hä? Eigentlich müsste jetzt die Nachricht kommen, dass Kroos und so weg sind. WTF? Was ist da los? Ich habe keine Ahnung, ey. Eigentlich müsste das jetzt kommen. Kommt anscheinend bislang nicht. Also von daher weiß ich jetzt nicht, was los ist. Aber vielleicht dauert es. Wir simulieren nochmal 1-2 Tage, dann müsste das aber eigentlich kommen. Aber eigentlich kommt das direkt immer am 1. Das ist komisch, Alter. Das ist ganz komisch. Leihangebot für Vinicius. Oh, Dortmund ist interessiert, ihn auszuleihen. Hat der denn eine Freigabesumme von 60 Millionen, Alter, krass.
Ne, werden wir aber nicht machen. Hä, was ist mit groß, Digga? Ich bin gerade irgendwie... Weiß ich auch nicht. Wir haben 164 Millionen, ach so. Hä? Aber warum stand da jetzt nicht... Eigentlich steht da doch... Oder ist das nur bei einer Laie? Eigentlich müsste doch jetzt stehen, Kroos und Vázquez haben den Verein verlassen. Aber anscheinend nicht. Aber gut. Wir haben 164 Millionen. Ah, ihr seht es schon. Okay, Asensio ist jetzt hier auch reingerückt in die Mannschaft, weil Kroos natürlich jetzt hier fehlt. Wir werden dementsprechend dann natürlich ein bisschen umstellen. Wir werden das Ganze dementsprechend so machen. Und ich glaube, Messi wird dann auf die ZOM-Position gehen. Oder Neymar auf die ZOM-Position. Hazard wieder auf die linke Seite. Das können wir auch machen. Irgendwie so. Pogba wird dann ein bisschen defensiver gehen. Ja, so ist auf jeden Fall geplant. Ob es dann so klappen wird, weiß ich nicht. Ah, Casemiro haben wir auch noch, Alter. Scheiße, stimmt, Alter. Ja, dann muss Casemiro wieder für Milinkovic dann rein. 5 Sterne schwacher Fuß hat unser Jugendspieler hier sogar. 3 Sterne Skills. Na, ist auch okay. Ja, geht klar, Mann. Mancini, der Typ ist auch noch 16, Alter. Auch 5 Sterne schwacher Fuß. Warum man die ganzen Jugendspieler alle 5 Sterne schwacher Fuß, Mann? Läuft bei denen, würde ich sagen. Läuft richtig bei denen. Okay, dann geht's gegen Getafe, Leute. Ab geht's. Danach werden wir uns dann gleich mal um Lionel Messi kümmern. Pressekonferenz sogar vor dem Spiel gegen Getafe. Mal gucken, ob hier ein paar neue Jugendtalente für uns dabei sind. Ich muss sagen, wir haben ein, zwei gute natürlich, aber sonst so krass sind unsere Jugendspieler bislang auch ehrlich gesagt nicht. Das sieht auch wieder nicht gut aus. Danke für nichts. Aber Vinicius werden wir, glaube ich, nicht ausleihen, Leute. Auch wenn eine Laie an Dortmund, glaube ich, gar nicht schlecht wäre, weil der wirklich bei Dortmund Spielpraxis kriegen würde. Aber der spielt bei uns ja auch relativ häufig in der B11. Von daher, ja, wäre, glaube ich, unnötig. Und man weiß nie, Alter, dann leihen wir den nach Dortmund aus, dann sitzt er dann noch auf der Bank oder so, ist auch unnötig. Alter, was sind das für... Hier war kein einziger Spieler dabei jetzt gerade, den wir irgendwie auch nur annähernd verpflichten konnten. Alter, das war wieder komplett Krise. Ah, gut. Lehmann mit 12 Treffern. Alter, ist schon heftig eigentlich, 12 Treffer. Griezmann auch mit 11 Treffern. Mbappé mit 10 ist okay. Aber im Endeffekt, ich kann euch das schon sagen, Lehmann, der hat jetzt 12. Der wird safe am Ende der Saison maximal, der wird nicht über 20 kommen. Weil ohne Witz, über 20 Treffer in der Karriere, Digga, das ist wirklich, das ist eine Seltenheit, wenn ein Spieler über 20 Tore macht. Ist ihre Mannschaft stark genug, es weiter zu zeigen? Versuchen müssen wir es. Der Klassiker, wie immer, einmal pro Pressekonferenz kommt diese Frage und diese Antwort. Konnte zuletzt mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Beeinträchtigt das die Moral von Getafe? Wir müssen uns aufs Training konzentrieren. So, zack, Moral ist schon mal auch sehr glücklich. Voll wird sie nicht. Bislang waren sie auf dem Transfermarkt noch kaum aktiv. Dürfen sie uns von dem Ende des Transfers noch auf neue Gesichter freuen? Ey, ist eine neue Frage. Geil, Alter. Wir müssen stärker werden. Wir bauen ein Siegerteam auf. Wir sind überall gut besetzt. Wir müssen stärker werden. Neue Frage mal wieder, Alter. Nice. Noch nie gehabt, Alter. Geil. Ich freue mich immer über neue Fragen. Wisst ihr ja, Leute. Immer geil, Mann. Neue Fragen sind immer nice. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, noch den Deal mit Messi angehen, denn ihr wisst es ja, wir wollen das ultimative Team bauen und da fehlt natürlich noch ein Lionel Messi und wenn, muss man den natürlich auch jetzt relativ zügig holen. Von daher, wo ist der Kollege denn hier überhaupt nicht, dass er gewechselt ist, Alter? Pass mal auf, jetzt ist er gewechselt, Alter, das wär's. Ne, ist noch da. Ist noch da, wir kriegen den, Alter, 93 bis 108. Wäre mega günstig. Ich habe den, glaube ich, auch in einer Karriere, ich weiß nicht, wo das war. Wo war das? Ich weiß nicht, war das Bayern? Ich glaube Bayern habe ich den für 115 Millionen bekommen, ne? Messi, das ist auch gut. Das war nicht schlecht, Leute, muss ich sagen. Oh, war das Batra 47 Millionen? Ach du Scheiße, Alter, 47 Millionen zu Everton, what? Okay, ab geht's gegen Getafe, Leute, mit Base-Besetzung. Let's go, zuletzt Sieg und Engineerlage, absolut ausgeglichene Statistik. Und... Da kommt die nächste... Ach, Ronaldo, Gelb-Rot, was ist denn da los, Alter? Hazard trifft 1-0, Varane 2-0. Junge, Ronaldo, 19. Gelb. 20 Minuten später, 40. Gelb-Rot. Digga, Ronaldo, was ist da los, Mann? Was ist denn da los? Eiskalt Gelb-Rot bekommen, Alter. Juckt ihn gar nicht. Spieler gesperrt, ja, Ronaldo. Oh, jetzt steht schon das Halbfinale an gegen Barca. Jetzt steht schon an. Sollen wir Messi vorher noch klar machen oder danach? Ich glaube, wir verpflichten Messi nach dem Spiel gegen Barca, Leute. Weil sonst wird hier zu viel, das könnte natürlich auch die Spieler von Barca ein bisschen verwirren, aber auch unsere. Deswegen lassen wir das lieber. Ey, sag jetzt nicht, oh nein, Alter. Spieler Ronaldo ist gesperrt. Nee, Digga. Das Ding ist, ich glaube, in der La Liga ist es auch so, dass das wettbewerbsübergreifend ist. Das heißt, dass Ronaldo im nächsten Spiel fehlt, egal ob das Pokal oder Liga ist. Das heißt, Ronaldo würde jetzt hier, Jugendspieler löst Vertrag auf, alles gut. Das heißt, Ronaldo würde jetzt gegen
Barcelona fehlen, glaube ich, Alter. Nee. Das ist auch richtig scheiße, dass das wettbewerbsübergreifend ist. In der Bundesliga ist das ja, wenn man in der Liga rot kriegt, dann hat man auch nur die Sperre für die Liga. Schau mal. Ja, scheiße, Alter. Digga, Kanté ist gerade für 130 Millionen zu Bayern gegangen. What? Ach du Scheiße, was ist denn hier in dieser Wintertransferphase los? Alter. Digga, 130 Millionen. Habe ich noch nie gesehen, dass ein anderer Verein 130 Millionen für einen Spieler gezahlt hat, außer wir eigentlich immer. Junge, 130 Millionen, Alter. Krass. Scheiß die Wand an, Alter. Kann man machen. Und Ronaldo ist einfach gesperrt. Ey, wie bitter ist das, Alter? Ronaldo, warum kriegt der gelb-rot? Ey, das kann nicht sein Ernst sein, Mann. Das heißt, Jovic muss spielen. Im Topspiel der Saison. Ey, das kann doch nicht. Ey, Ronaldo, das ist ein Witz, ey. Wir packen mal Casemiro mit auf die Bank. Der hat zwar noch das Pflaster am Start, aber egal, wird schon irgendwie. Irgendwie wird das schon funktionieren. Ey, das ist jetzt echt. Ich hätte auch darauf achten sollen. Dann hätten wir gegen Getafe eigentlich die B11 spielen lassen sollen. Ich dachte, es wäre noch ein Spiel, Alter. Das war jetzt nicht so clever. Weil alle auch nicht 100% fit sind. Also, es sieht gut aus, aber naja. Warum haben wir nicht geschont, Alter? Wir hätten die B11 gegen Getafe spielen lassen sollen. Ey, Mist. Wie hätte ich daran gedacht? Naja gut, kann man nichts machen, Leute. Das war's erstmal von der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten wieder dabei, wenn ihr Bock habt. Da geht's dann das Spiel gegen Barcelona. Schauen wir mal, wie es laufen wird. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Checkt nur gerne meinen Shop aus, Leute. Link ist oben in der Beschreibung. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts. Pullover gibt's in orange, blau, rot, grün in den 4. Camouflage-Farben, Leute. Das Design, das ihr anhabt. Das neue Design natürlich auch in den 4 Farben. Checkt's gerne aus, andere Designs auch in den 4 Farben und vieles mehr. Abchecken, Leute. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice. LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen, Leute, gibt's auch in Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis Autogrammkarte gibt's immer zu eurer Bestellung dazu. Also, wer Bock hat, gerne abchecken, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe doch, ihr seid dabei. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal da rein und.